next time. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Skyrim. Ja, heute wollen wir das angehen, was wir beim letzten Mal angehen wollen. Heiraten. So, dafür müssen wir noch was ist das Objekt anlegen. Das war dann das hier. Dann schauen wir mal, ob die auf dem Marktplatz ist. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige. Ja, sie ist da. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Darüber müsst ihr euch wohl keine Gedanken machen. Einen Bauernhof zu besitzen hat seine Vorteile. Einige Leute wollen Sitchik-Mönche im Himmelsrand gesehen haben. Das ist ein uralter Ort. Ich verbringe viel Zeit an den Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Hofft ihr, ein Händler zu werden? Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Ja, das können wir machen. Was würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Gut, ein Mammutstoßzahn. Das ist natürlich kein Problem. Mammuts dürften ja da hinten sein. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Arm habe. Also mir gefällt das Soldatenleben nicht, ne? Gut. Ja. Da wollen wir mal weiter voranschreiten. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich demnächst dann in den DLC übergehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Also dann werden wir uns, das müsste, glaube ich... Genau, das müsste im Windhelm sein, wo wir dann rüberfahren können. Das wird eine sehr lustige Angelegenheit, Leute. Möge euer Bett warm und euer Essen süß sein. Danke. Alter, ist die lab. So, ich muss, glaube ich, jetzt da rüber. Irgendwo hinten müsste noch ein Mammut sein. Ja, da ist Mammut. Müssen wir auch besser sein wegen... Wechsel das schon mal auf den Bogen, bei dem wir eher brauchen. Die Riesen, die müssen wir da umschiffen. Wobei, das könnte unter Umständen ein bisschen schief gehen. Alter. Drei Mammuts. Ob das so eine gute Idee ist? Vielleicht? Oh nein, wir haben alle drei Mammuts angehört.
geh doch drauf, du Olle! Solange die anderen mal wusste, dass ich rankomme, ey, das ist, das wäre echt. Bisschen ungeil. Du bleibst schön. Du scheiß Arsch! Du scheiß Arsch! Ich kann doch nicht! Ich kann doch nicht! Alter, wo kam der denn her? Hui! Er war schon fliegen! Alter, wo kam der Arsch denn her? Alter! Das kann er doch nicht mit mir machen! Der Babu war doch so gut wie tot! Ja, wir müssen noch ein bisschen weiter weggehen von denen. Oh, Mann. Ach, Mann. Also wieder auf den Boden wechseln. Weiß, wo es schön war. Aber wieso hat die dich vorher angegriffen? Diese weißen Flocken, die manchmal vom Himmel fallen. Ach, Moment. Sie kann ja nicht angreifen. Sie hat ja keinen Bogen. Gut. Dennoch ist es ein bisschen blöd, dass ich machen muss, so nah bei den Riesen ist. Oh, Sinn. Das ist nervig. Das ist sehr nervig. Aber vielleicht kommt er irgendwie da ran. Ich finde es auch nicht so geil, dass es zwei Riesen da sind, die da rumlungern. Vielleicht komme ich noch bis da hinten hin. Doch, das ist Kacke. Ja, natürlich! Ja, jetzt kommt die da auch noch. Jetzt ist die Zeit kacke. Ich hab einen Riesen hinter mir. Alter! Einmal weg mit dir. Alter Falter. Och, geh weg.
Wir brauchen dich. Oh, toll, jetzt habe ich natürlich nicht meine Begleiterin dabei. Ach komm. Das ist jetzt dezent ungeil, das ist dezent ungeil. Oh. Ich muss doch mal ein Gegenstand nehmen. Ich hoffe, ich habe da was dabei davon. Ich muss gleich Lydia wiederholen. Gesundheit. Ausdauer. Attacke! Oh, wenn das nicht viel bringt! Ach, Mann, oh! Aua! Ach, Mann! Ich werde schon wieder sterben! Was soll das? Oh. Was soll dieser Mist? Die Riesen kommen ja gleich angestapft da. Das ist doch nicht fair. Finde ich vielleicht irgendwo noch anders, Mammuts? Das wäre sehr schön. Oh, die sind einfach, das ist einfach so fucking... Mann. Ich werde sich die ganze Aufnahme da nur für Mammut da drauf gehen lassen. Oh, Mann, diese scheiß Riesen. Ich werde versuchen, noch weiter wegzugehen, aber... Dann würde ich, glaube ich, gar nicht daran kommen. Vor allem müsste Lydia direkt bei mir sein. Das wird schwierig. Probieren wir es nochmal. Aber da diesmal ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, kann man die überhaupt einfach nicht anlocken? Weil sobald man den Mammut ja an Ditch, dann ja. Dann sieht alles aus. Ja, versuchen wir es einfach mal.